Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von The Elder Scrolls Online. Und wir sind noch im Diebesunterschlupf in Riften. Ich habe gestern etwas gehört über Greymoor, das mich fasziniert hat. Es sollte die größte Region sein. Also nicht nur oberflächlich, sondern auch unterirdisch. Das ist mega geil. Was ist das für ein Geist hier? Ich Okay. wünschte nur, dass diese ganzen Verbrecher meine letzte Ruhestätte in Frieden lassen würden. Es ist doch unhöflich, einfach irgendwo einzuziehen und so sein Lager aufzuschlagen. Aha. Okay, die hat ein bisschen Probleme, dass die jetzt plötzlich hier sind und sie natürlich gestört wird, das Geist. Okay. Ja. Verstehe. Aber das ist eine andere Quest. Wir sind ja noch für das Greymoor DC im Schwarzen Herz von Skyrim dran. Und dafür müssen wir irgendwo wieder nach oben her. Sehr gut. Also ich bin einfach motiviert momentan, viel mehr weiterzumachen und so. Ich sammle. Wobei ich natürlich auch wirklich die guten, also gute Content jetzt dann auch wirklich, ja, spielen möchte, oder? Leider hat sich das wieder verzögert, glaube ich, auf 25. Mai. Das ist nämlich mein Geburtstag. Also das war, glaube ich, 18. Mai gewesen. Und 7 Tage später ist der 25. Mai. Genau, an meinem Geburtstag erscheint Greymoor. Greymoor. Oh, oder Greymoor. Und, jo, finde ich eigentlich nicht schlecht. Also, ja, an meinem Geburtstag das erste Mal zu spielen, wäre natürlich schon geil. So. Von vorgestern brauche ich eigentlich nicht. Komm, weg, weg, weg. Ich hätte einfach so Sachen, die ich jetzt wirklich nicht so unbedingt brauche, weil ich es nicht einsetze und so, auch wegwerfen. Also wegverkaufen. Weil sonst haben wir einfach viel zu viel im Inventar. Also Tränke gerne, aber so Essen und so, ne. Cheat brauchen wir auch nicht. Das möchte ich gerne behalten. Ah, das möchte ich gerne ausrüsten. Ja, Blutdornschuhe und so, das gibt ein Set. Lass ich mal. Der. Da brauche ich auch nicht einen Bogen. Ich habe ja einen Stab mit Fernkampf. Und ja, ist schlechter. Möchte ich auch nicht unbedingt tragen. Wir haben schon genug EXP Boosts. Der Ahornstab natürlich auch. Das ist das Neue, das wir bekommen haben durch den Login-Bonus. Und die anderen Sachen kann ich nicht verkaufen, scheinbar. Die lasse ich noch im Inventar, aber ja, wir müssen irgendwie das Lager noch erweitern können. Oder einfach die Sachen wegwerfen, weil ja, ich setze nicht gerne mehr Boosts ein. Das ist einfach für mich das Spiel schneller durchspielen und so nicht so interessant. Jetzt frage ich mich, wo man raus kann. Dort Nein, oder ich dort links. verstehe. Ich bin hier, falls ihr eure Meinung ändert. Ich muss ja irgendwie wieder zum Ding kommen. Ah, da kommt man rauf. Ich muss ja wieder zum Boss kommen, also wo wir suchen. Und der ist scheinbar Ihr, hier hier. drüben. Hallo. Da kommt man aber auch raus. Ich muss an diesen Ort kommen, wo Ding, es wird wieder gar nicht angezeigt, oder? Es steht zwar, wir müssen den finden, aber es wird nicht angezeigt. Ja, der Bär, der weiß ich, aber wieso wird der Bär eigentlich angezeigt? Wieso kommt man hier nicht mehr zurück? Man ist hier rein. Aha. Also bitte, liebe Entwickler, noch ein bisschen das Wegfinding-System überarbeiten, verbessern. Man sieht meistens nicht, wo man hin muss, wenn man einfach das weiße Zeugs nicht findet. Das weiße Symbol. Ja, und ich hoffe, es ist nicht schwer, das mit den Rätseln, mit dem Fanghaken, wo man sich nach oben ziehen kann und so.
Karte. Das ist gut, dass der Bär da ein bisschen tankt. Aber den Bär müssen wir unbedingt schnell nach oben ziehen. Das ist unsere Lebensrettung. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ja, die Klasse ist jetzt nicht besonders gut als Marke, also als Anfang. Beschwörer. Da müssen wir unbedingt noch mehr Beschwörungen haben. Also, dass ich einfach es schwerer habe, als die Klasse ist. Wieso greift der Bär eigentlich immer alle Gegner in der Nähe an? Wäre nicht auf mich aufmerksam geworden, oder? Ist einfach zu aggressiv. Ach komm, blöder Stein im Weg. was ich wollte, ist ja noch die Sachen ausrüsten. So, und da hätten wir noch 13 Leben, aber nur ein Handschuhfach, also nicht zwei unterschiedliche. Deshalb lassen wir das nicht aus. Sind da wieder Gegner? Toll. Toll, ey, die spawnen viel zu schnell. Wie kommt man jetzt hier rein? Was muss man denn machen, um immer hier rein? Ich sehe halt auch nichts. Also bist du wieder hier? Drei Gegner hier gewesen. Okay. So. Was muss man machen, um dort rein zu gelangen? Ich weiß es nicht. Ja, ich sehe ja auch nicht viel. Eigentlich sind immer Fackeln in diesen Spielen und Bettester-Schalter, aber ich muss ja irgendwie hier reinkommen. Oben runter, weil hier geht's ja hoch und ich muss einen anderen Weg finden. Ich glaube nicht, dass man hier reinkommt. Leider müssen wir Gegner töten, weil sie zu schwer sind. Wenn wir einfach laufen. Jetzt müssen wir ein paar Gegner töten, noch mehr Gegner töten. Ja. Was ist das für ein Angriff, der tut so komisch sich bewegen? So. Ja, also jetzt einfach mal, was ich sagen wollte. Ja, einfach so links rum. Die tot sind. Ja, komm, nennen wir mal kurz ein bisschen. Das geht mir sonst zu lange. Jetzt muss ich kurz schauen. Ja, da drunter. Gut, hallo, setz doch den Attacken endlich ein. Sterben so. Was ist denn das? Ist das ein Boss? Ja, wir sterben so. Wir haben keine Wieso konnte ich jetzt nichts einsetzen? Wow, ey. Wie sollte man das schaffen, liebe Leute? Das ist. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Ne, das ist woanders. Das kann man halt einfach gar nicht schaffen. Oh, das ist auch Ding zu. Die kann einfach durch und ich nicht. Ah. Mann, das Spiel nervt einfach die ganze Zeit. Mal irgendwas anständig richtig zu machen, es ist einfach irgendwie nicht balanciert und so. Ich weiß nicht, ich bin einfach zu low. Ich muss irgendwie, ja, mehr schaffen, oder? Also mehr leveln können. Aber eben, ich möchte eigentlich ja die Explosion nicht einsetzen. Ich möchte ja das Spiel zeigen. Und das Spiel zwingt mich eigentlich, ja, schnell zu leveln. Und das ist natürlich nicht so gut. Also, ja. Ich merke es einfach, wenn ich immer wieder ein bisschen spiele. Ich bin zu low-level, ich mache nicht genug Damage.
Ereignis nicht. Das ist nicht so motivierend. Ein MMORPG muss einfach auch fair sein, die Sachen auch machbar sein. Das geht nur, wenn man auch wirklich das Spiel so auch ein bisschen zeigt. Ja, wo darf man denn da auch sein? Weil bei mir wird nicht angezeigt, ich darf diesen Dungeon nicht sein, weil jo, der Content nur für Level 20 Dings sind. Da kommt man auch nicht durch. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ja, das Spiel will halt einfach, dass wir ganz stark sind. Und das ist nicht so gut. Ich würde gerne wirklich weniger Probleme haben bei der Übersicht. Nur das Spiel schenkt mir diese Übersicht gar nicht. Was würde man so sagen, ja? Ach Gott. Das auf das zuerst gedrückt wurde, weil ich ein bisschen daneben geklickt habe. Nicht auf den M, sondern auf die N-Taste. Ja. Es ist immer wieder ein bisschen frustrierend. Es ist eindeutig stärker, die Mitspielerin. Ja, jetzt hat sie diese Leute angelockt. Ich. Hey, wieso kann ich jetzt wieder nichts einsetzen? Diese Mega-Stunts, ne? Ja, okay, sie haut ab. Okay, lässt sie mich töten. Sie haut einfach ab. Sie nehme ich jetzt runter. Ja, sicher. Was ist denn noch über die Brücke gegangen? Es ist recht frustrierend, also. Merkt ihr wahrscheinlich nicht, aber. Ich komme nicht mehr raus. Ah, doch. Mann, die Übersicht ist halt auch mega scheiße. Eventuell ist es halt einfach nicht mein MMORPG. Aber, ich bin so motiviert, einfach weiterzumachen. Nur es ist manchmal echt frustrierend, dass man so leiden muss. Und das machen viele andere MMORPGs viel besser. Aber gut, ja, dafür ist es wirklich eines der größten, eines der beliebtesten. Ja, kann ich verstehen. Eben, es hat mega wichtige Punkte. Ich nicht so mag. So, jetzt sind wir, glaube ich, in Sicherheit einige Zeit, aber ich möchte gerne dem Spiel auch folgen. Jetzt sind wir weit. Ich habe etwas gesehen, Schwester Beira, aber ich habe sie abgeschüttelt. Und wurden die von mir erbetenen Maßnahmen getroffen? Die Flugzettel wurden bereits verteilt. Und was ist mit eurer Freundin mit den Fängen? Leider beschäftigt. Ihr habt mir eine Verwandlung versprochen. Haltet unsere Abmachung ein, sonst erfährt der Jarl hiervon. Ihr tut nichts dergleichen. Okay, er wurde erledigt. Flachstab. Oder Heilstab, also ich würde schon gerne. Dann können wir wechseln, aber noch nicht jetzt. Jetzt sind wir zu low level. Können wir noch nicht wechseln. Punkt einsetzen. Und ich möchte gerne den Ausdauerpunkt wieder rausnehmen können. Nur wie? Also versenken ist ja nicht gut. Schwarm wäre dann vielleicht noch gut. Hm. Ja, ich würde schon gerne geheilt werden, aber ich setze ja dem Ding gar nichts ein. Noch. Ah, was soll ich denn machen? Zerstörungsstab. Nee, ich möchte gerne die ultimative Fähigkeit leveln, aber das geht nicht. Ich glaube, ich setze das hier ein. Diese eine Fähigkeit geht, ja, aber. Hm. Leichte Rüstung. Ja, zu viel sprinten. Ich mache hier einfach einen Seelenfall. Okay, Runde Seelenfalle. Ja, was ist jetzt so viel stärker? Also das tut den Gegner zu unserer Seite ziehen. Und das hier?
Ja, ganz unten das Grüne, das habe ich gar noch nicht gelesen, nur unten. Ja, weitere wäre ja cool. Ja, aber Leben, Magik und Ausdauer nur, wenn das Ziel stirbt, ist für mich ein bisschen schlecht. Mit Höhenringen fallen die Kosten. Ja, okay. So, ich habe selber in Heilung genommen, das brauchen wir ja auch immer wieder. Aber ich muss jetzt eine Art einsetzen können. So. Töten, töten, töten. Nicht geheilt scheinbar. Aber ganz wenig, gar nicht. Fallen. Noch einsetzen. So. Irgendwie ist es gar nicht merkbar. Und ich mache irgendwas falsch. Keine Ahnung. Kann man jetzt hier nicht raus? Oh. Spiel nervt, ey. Ja, man kann einfach nicht öffnen. Ey! Was ist mit der Abkürzung, hä? Wenn man hier noch nicht war. Und jetzt ist plötzlich hier eine Leiche, die Runde gekommen ist. Ein Schlüssel ist Runde gefahren. Okay. Sieht man ja auch direkt, oder? Okay. Dann... Ja, jetzt musst du nicht zeigen, dass wir nochmal suchen müssen. Das haben wir abgeschlossen. Ja, es ist wirklich... Ja. Es ist viel Content, aber schlechter Content. Und das mag ich nicht so. Weil, ja, ich möchte gerne guten Content, dafür wenig Content. Ich bin genau der Unterschied. Das ist Quantität. Also eigentlich schlecht für mich geeignet. Ich brauche Qualität. Und deshalb werde ich nicht so glücklich mit dem Spiel sein. Werde halt immer wieder ein bisschen genervt sein. Endlich. Aber ich denke, es wird mir dann irgendwie mehr gefallen. Was ist geschehen? Aber wieso setzt Zenimax auf Quantität? Was ist denn das Problem, dass Entwickler nicht auf Qualität achten? Und was ist geschehen? Das ist teuer. Ja, wahrscheinlich schon. Aber es bringt halt weniger Spiele, denke ich mal, weil die Spiele... gelangweilt sind von diesem Mega-Content. Verdammt, das muss eine der Hexen vom Eiskap-Zirkel gewesen sein. Das bringt uns zwar nicht viel weiter, aber mehr haben wir nicht. Ich aber einfach die... Das Reden und die Texte und so, das ist mega gut. Nur eben, ja, der PvP, also ja. Kampf-Content ist ein bisschen... Ja, es hat ein Spieler schon mir geschrieben... Das Trefferfeedback und so ist echt schlecht in diesem Spiel, also unglaublich schlecht. Man sieht nicht ganz genau, wenn man jetzt eine Attacke trifft, dass der Gegner verletzt wird, weil der Gegner macht einfach weiter. Und ja, diese Stunts-Nerven und halt die roten Linien, wo man immer wieder ausweichen muss. Also diese roten Gebiete. Und das ist natürlich nicht so mein Geschmack, leider. Dafür eben halt einfach das Elder Scrolls Universum in einem MMORPG zu sehen. Dass es wirklich auch ein richtiges Rollenspiel MMORPG ist, ist positiv. Dass man so viel zu entdecken hat, so viel einzusammeln hat. Dass wir auch gute Quests haben, nicht so ganz langweilige Quests. Und ja, einfach die Gegend, die Grafik, einfach schön. Aber diese Kritikpunkte sind einfach zu schlecht, um jetzt wirklich zu sagen, ja, ich mag das Spiel. Ich mag das Spiel eher, ja, nicht so. Es bietet mir einfach ein bisschen zu viel Langeweile. Also ich möchte gerne dem Spiel wirklich helfen können und es besser machen. Aber ihr wisst ja, als Spiel ist man so machtlos. Man kann nicht mal den Entwicklern schreiben, ja, mach doch das bitte besser. Das ist für mich einfach so ein bisschen frustrierend, dass ich so Spiele zocken muss, obwohl es mir jetzt nicht unbedingt immer gefällt, oder? Dass Spiele einfach nicht die negativen Sachen, die sie haben, entfernt werden von den Entwicklern, oder? Dass einfach die Spiele so bleiben. Sonst würde ich wirklich viele Spiele spielen, aber mit Kritik, also mit
Mit negativen Sachen, die mich stören, spiele ich die Spiele gar nicht. Weil ich auch viele Spiele habe. Ich bin verwöhnt, oder? Ich möchte die Spiele spielen, die mir wirklich gefallen. Und es tut mir jetzt der Elder Scrolls Online leider nicht. Also ich habe immer so ein Skeptisch. Ja, eine Skeptik. Die sagt mir, ja, ich tue lieber jetzt nicht so viele Folgen hochladen, damit ich einfach nicht so viel spielen muss. Ich hoffe, es wird besser. Motiviert mich bitte ein bisschen. Aber gut, das hat mich jetzt einfach frustriert. Jetzt wird es hoffentlich wieder besser sein. Ohne Frustration. So, hier muss irgendwas sein. Oh. Fühlt sich ja sehr beeindruckend. Dieser charmante Touch. Ja. Die ist nicht hier. Da. Wow, man sieht wieder das Ding gar nicht. Das ist sowas von unsichtbar auf Entfernung, dass man es einfach nie sieht. In Ordnung, der Wagen ist bereit. Nun erzählt mir, was ihr sonst noch unten auf dem Rattenweg gefunden habt. Okay. Lasst mich das mal sehen. Ha, eine weitere gewinnbringende Gelegenheit. Doch diesmal wissen wir, wohin sie die Leute führen. Du redest zu langsam. Ich möchte einfach ein bisschen vorwärts machen, weil ich eigentlich auch noch das Vording schaffen möchte bis zum 25. Das würde die sonderbaren Blutunholde auf dem Rattenweg erklären. Darüber macht. Der Wagen wird uns zum grinsenden Horker in Ostmarsch bringen. Hüpft an Bord und es kann losgehen. Ich will dem Zirkel nicht einen noch größeren Vorsprung geben, als er... Ja, ich muss aber irgendwie noch leveln. Ich glaube, der Content wird mir ansonsten zu schwer. Das ist die Mission für Jo und den Skaldenkönig, zu der ich mich bereit erklärt habe. Die Hexen des Eiskap-Zirkels haben auf jeden Fall etwas vor... sich in eine entlegene Region von Ostmarsch locken lassen, um dort höchstwahrscheinlich noch mehr von diesen seltsamen Ritualen unterzogen zu werden. Wegen ist jetzt auch nicht so viel besonders an diesen Quests hier. Also die Qualität ist leider ein bisschen schlecht. Gute Idee. Weil ich jetzt auch nicht so verstehe, wieso jetzt wir das machen. Einfach weil dieser Blutzirkel hier rum Ding, aber genau so der leitende Faden fehlt mir irgendwie. Das kann gerne jemand mir ein bisschen erklären, aber es ist so viel Gerede und so wenig Content, dass ich irgendwie denke, ich lese ein Buch und verstehe das Buch am Schluss gar nicht. Habt ihr das auch manchmal gehabt, vor allem in der Schule, so Schulbücher, dass so lernende Bücher, dass ihr gar nicht wusstet, was am Schluss eigentlich passiert ist? Das ist natürlich nicht so gut. Okay, hier waren wir schon. Alles Windhelm jetzt. Jetzt gehen wir einfach hier hoch. Ja, die Spieler greifen manchmal an und da muss man eigentlich gar nicht helfen, weil die Spieler halt selber schuld sind, wenn sie irgendwie Gegner angreifen und dann verlieren. Weil sonst kommen wir nie vorwärts, ey. Es ist schon so 3 oder 4 Parts dran und nicht richtig vorwärts gekommen. Es ist einfach zu gigantisch, oder? Die Gebiete sind zu groß. Und der Content zu schmal in diesen Gebieten. Man muss ein bisschen vorwärts machen. Und ich denke, es macht dann viel mehr Spaß, wenn wir endlich auch ein bisschen bepowert wurden, ein bisschen gelevelt haben, ein bisschen stärker wurden. Sieht leer aus. Reden wir. Aber das ist immer so gewesen, auch beim Dieb, wo ich gespielt habe, also beim Schatten. Wie heißen die schon wieder? Schattenklinge oder so. Dass ich da immer gemerkt habe, ich mache viel zu wenig Damage. Ich mache halte viel zu wenig aus. Und ja, Schleichen funktioniert auch nicht immer bei jedem Gegner, oder? Deshalb habe ich da damals auch den Livestream abgebrochen, weil ich gesehen habe, ich komme nicht mehr weit in diesem Spiel. Jetzt hoffen wir einfach, dass wir hier noch weiterkommen, weil wir noch Beschwörungen haben, die uns schützen und Heilungszauber, die wir noch haben. Und ja, sonst nehmen wir irgendwie so eine andere Klasse, Necromancer oder so. So, dieser Flammenstab ist von einem Set. Oh, nur eins brauchen wir für ein Set. Ja, das sieht natürlich aus. Das ist leider schwer. Okay,
Darf ich den Stab mal sehen? Ja, sieht nicht so dädrisch aus, aber gut. Ja, mit dem soll gar nichts zu machen scheinbar. Ah, Türen bitte schnell öffnen lassen. Ich langweile mich. Ja, einfach weil es nicht reinkommt. Was darauf wartet, uns am Vorankommen zu hindern? Keine Wachen? Keine Hexen? Nicht? Ich hatte Antworten erwartet. Eisenwanst hatte einen Grund, Leute hierher zu schicken. Sie müssen irgendwo sein. Alles, was darauf hindeutet, was die Hexen vorhaben. Wir müssen das volle Ausmaß der Bedrohung bestimmen. Okay. Sie redet viel, aber immer irgendwas, was man nicht unbedingt wissen muss. Deshalb überspringe ich das, was wir nicht wissen müssen. Ja, klar. Jemand ich hat noch hier gesehen, der vom Tisch aufsteht, solange einfach noch was auf dem Teller ist. So. Damit die nicht Werbung machen hier mit dem im Video. Seht euch nach Hinweisen um. Aber ja, aber ich sehe nichts da hinten. Das geht nicht auf. Bettzeug. Für die, die wegen der gewinnbringenden Gelegenheit kamen. Ich frage mich, wo sie jetzt sind. Wieso ist hier eine Kiste, die nicht aufgeht? Müssen wir wieder runter? Ich denke, wir müssen wieder runter. Und wieso? Ah. Dachte schon, wieso leuchtet dort irgendwas? Weil es ist unterhalb. So große Töpfe. Okay, die sind recht hoch immer. Ich weiß nicht, was das genau heißt. Es ist wirklich das Level 322 recht hoch. Ja, dann gehen wir noch hier. Blutspur. Frisches Blut. Es führt zu dieser Luke. Toll. Die Fährte weist in den Keller. Ja. Das hättest du mir auch schneller sagen können. Leer. Gut. Ja, stimmt was nicht. Es muss einen Geheimgang geben. Seht nach, ob ihr ihn finden könnt. Ich denke, ja. Ich wusste, es muss einen Geheimgang geben. Mal sehen, wo der hinführt. Weil sie einfach zum Letzten gehen und es ist wirklich das. Es ist einfach diese Qualität, die Bethesda so hat, auch bei Skyrim und so. Man muss einfach zum Letzten gehen. Immer nur zum Letzten fertig. Wieso machen die das nicht einfach auch mal am Anfang und in der Mitte? Aber immer nur zum Letzten gehen. Ja, ist klar gewesen. Es ist einfach zu eindeutig gewesen. In die Tiefe. Jo, jetzt müssen wir leider einen Part beenden. Ich mach nochmal einen Part. Und bis zum nächsten Part. Tschüss, euer Dragobasler.